Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ihr seid motiviert und ich hoffe, ihr seid hungrig, genauso wie ich. Ah, ich habe heute echt schon sehr viel Hunger, muss ich sagen. Also, ich kann es kaum noch erwarten, heute das ganze Ding zu essen. Aber zuerst mal natürlich, ich hoffe auch, ihr hattet alle einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe auch, dass es euch so wie immer gut geht und was auch immer, was es sonst noch gibt. Der Tag war schön, hoffe ich. Die Arbeit war schön oder die Ferien waren schön oder was auch immer, keine Ahnung. Ein paar von euch haben ja Ferien, ein paar von euch haben keine Ferien, ich weiß es nicht. Ah, je nachdem, ich bin motiviert und ich bin hungrig und ich rede schon wieder viel zu viel, aber wir warten mal ganz kurz, bis alle da sind und dann geht's los. Nochmal Hallo an die alle hey geschrieben haben und ja, ich habe hier jedenfalls schon mal eine große Packung Knickknacks aufgemacht und das sind dann 800 Gramm, die hier liegen und wir haben dann noch eine 800 Gramm Packung, das wären dann 1,6 Kilo und ich habe mir halt, damit wir auf die 2 Kilo kommen, dreimal die heißen Knickknacks gekauft, die angeblich doch nicht so scharf sind. Und ich habe auch einmal die Barbecue Knickknacks, die nicht so gut sein sollen. Und mir fällt gerade auf, ich brauche noch einen Löffel zum Essen und eine Schere. Die habe ich vergessen, weil ihr werdet das dann am Donnerstag im Vlog sehen. Ich habe die 800 Gramm Packung jetzt früher aufgerissen und bumm, alles raus. Also das war eine Katastrophe. Deshalb, ich hole noch schnell eine Schere. Und hier auch einen Löffel. So, perfekt. Jetzt haben wir alles, hätte ich gesagt. Sind auch alle, so gut es geht, da. Deshalb würde ich sagen, warte mal. Wir timen das richtig gut. Auf die Plätze. Fertig. Los. Schmecken gut. Und Philipp, ein Löffel, wer hat das jetzt geschrieben? Momo, der Löffel ist deswegen. Das mit dem Reden wird halt ein bisschen schwerer. Weil wenn ich die ganze Zeit mit den Fingern so tun würde. Ist nicht so appetitlich. Boah. Wir könnten heute ein bisschen ASMR machen, wenn wir Lust hat. Also. Ich kann das Mikrofon noch lauter stellen. Und Philipp. Die Boxen sind noch alle voll. Boah. Also ich gehe davon aus, dass ich, muss ich sagen, alles schaffen werde. Weil von der Menge her sollte es kein Problem sein. Die Frage ist vom Geschmack, ob mir irgendwann schlecht wird davon oder nicht.
coole Schnitte, Matt. Herzliche Grüße. Und ja, ich habe auch gesehen, also die Carmen plus, ich glaube, noch zwei haben getippt, dass ich es nicht schaffe. Die anderen glauben alle an mich. David, ich muss morgen arbeiten. Ich hab so keinen Urlaub. Boah, ich habe keine Ahnung, wie viel Kalorien das hat. Aber die haben alle über 500. Das heißt, das dürften ziemlich oder ein bisschen über 10.000 sein. Ein bisschen kauen hätte ich vorher trainieren müssen, glaube ich. Also, gleich wie bei der Studentenfutter-Challenge. Heute kann ich weniger reden. Und ich arbeite in der Landwirtschaftsbranche, kann man sagen. Also wir haben eine Landwirtschaft zu Hause. Ja, Miri, das befürchte ich auch. Also mein Mund und auch das Zahnfleisch. Das wird alles ordentlich mitgenommen werden. Hoppe, Lecky, der sitzt heute oder schlaft heute schon hinten. Geht soweit gut. Also Schmerzen oder so hat er keine, aber wir müssen halt schauen, dass wir das beginnende Nierenleiden loswerden. Und dafür hat er heute wieder eine Infusion bekommen. Bald die zweite. Und Silver Freak, ja. Ich verdiene Geld, aber nicht viel. Also mit YouTube. Patrick, danke. Noch schmeckt auch alles.
Zeus, was meinst du, Ramensuppe? Aho. Ich nehme an, irgendwer hat geschrieben, der Ramensuppe heißt, der den Stream nicht schauen kann oder so. David, du musst mir gar nichts donaten, die Lebercast Challenge. Werde ich machen, so oder so. Nur wann kann ich nämlich sagen. Oh, also. Ich arbeite einfach eine Challenge nach der anderen ab. Also, bei mir steht die Verbindung grundsätzlich. Muss ich sagen. Aber es kann sein, dass es zwischendurch mal total absackt, weil, ja, ich wohne am Land und da ist die Verbindung leider nicht immer die beste. Aber das kennen wir von früher auch. Shiva, hi. Also, welche Spiele ich noch zocken werde, keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh. Wartet mal. Es tut mir leid. Also, es laggt gerade total. Ich habe gesehen, meine Internetverbindung war total im Arsch gerade. Aber ich kann da leider nichts machen. Es tut mir echt leid. Jetzt geht's wieder. Ordentlich. Einigermaßen. Und ich muss sagen, mein Mund tut jetzt schon ein bisschen weh. Aber nicht außen, sondern innen. Deshalb, ich werde heute versuchen, ein bisschen mehr zu oder schneller zu essen. Weil sonst wird das echt richtig wehtun. Und wie viel ich dafür bezahlt habe, keine Ahnung. Und ja, es bricht schon wieder ab. Ah, es tut mir leid. Mal.
Oh, das senkt sich nicht. Verdammt. Au weh. Komm schon. Oh, es geht gar nicht mehr. Ich habe den Stream jetzt mal neu gestartet. Es scheint mir einigermaßen zu klappen. Aber wir sind gerade ordentlich zeitversetzt, kommt mir vor. Das tut mir gerade ein bisschen leid. So, normalerweise sollte es wieder einigermaßen funktionieren. Hoffe ich mal. Ja, ich habe es einfach neu gestartet und jetzt. Geht einigermaßen. Ja, irgendwie tut es mir trotzdem leid, aber im Endeffekt, ich kann für die Internetverbindung nichts, ja. Gabo Hirsch, Servus. Und auf dem Tablett waren 800 Gramm am Anfang. Leute, es tut mir leid, aber meine Verbindung hat ein bisschen Problem. Ja, ich sag, es liegt eher nicht am WLAN-Router, sondern es ist allgemein bei uns. Da ich im Land wohne, es gibt Tage, da haben wir einfach keine Verbindung oder keine gute, aber dann gibt es Tage, wo sie einigermaßen okay ist. Naja, dann kann man nichts machen. Oh, hey, verdammt. Warum so viel? Oh, warte kurz. Es bleibt. Nein.
der Lord. Bist du verrückt? Bist du verrückt? 25 Euro? Warum? Ich hab dir letztens schon gesagt, du solltest das Geld sparen. Bitte tu das nicht mehr. Du bist Schüler. Aber trotzdem natürlich mal danke. Aber trotzdem. Das ist so viel Geld. Und es kackt schon wieder ab. Leute. Ihr müsst jetzt mal für ein paar Minuten warten. Ja, wir schauen es noch einmal. Wenn er noch einmal abkackt, starte ich den Router neu. Ein Versuch ist es wert. Aber es tut mir leid. Heute will es einfach nicht. Wir haben uns einen schlechten Tag ausgesucht. Oh.